Guten Morgen. Wir haben das letzte Mal angefangen zu sehen, dass Modulen doch ein bisschen komplizierter sind als Vektorräume. Und zwar, als wir über Basen gesprochen haben. Der Basisbegriff ist ja sehr zentral in der Theorie der Vektorräume und wir haben ihn oft verwendet in Beweisen, um Strukturaussagen über Vektorräume herzuleiten. Und für Modulen geht das jetzt dann nicht mehr so einfach, weil man unterscheiden muss zwischen den Modulen, die eine Basis haben, und den anderen Modulen, die keine Basis haben. Und solche gibt es eben auch. Das ist im Vektorraumfall nicht der Fall, weil jeder Vektorraum eine Basis hat. Und das hat jetzt zur Konsequenz, dass wir ein bisschen mehr genauer hinschauen müssen, wenn wir Sachen beweisen wollen. Wir müssen ein bisschen mehr Arbeit investieren. Allein schon, um zu zeigen, dass wenn ein Modul eine Basis hat, ob dann ein Untermodul davon auch wieder eine Basis hat, das ist nicht gesagt. Das muss nicht unbedingt sein. Und da hat man einen Satz das letzte Mal bewiesen, mit einigem Aufwand, der sagte, unter gewissen Voraussetzungen ist das so. Die Voraussetzungen waren, erstens muss der Ring einigermaßen ordentlich sein. Und zwar muss es sich um einen sogenannten Hauptidealring handeln, also sowas wie Z oder wie ein Polynomring über einem Körper. Ein Ring, in dem jedes Ideal sich darstellen lässt als die Menge aller Vielfachen von einem bestimmten Element. Und zweitens muss das Ding endlich erzeugt sein. Der Modul muss endlich erzeugt sein. Das sind drei Voraussetzungen. Der Ring muss ein Hauptidealring sein, der Modul muss endlich erzeugt sein und der Modul muss frei sein. Diese drei Voraussetzungen zusammen, die ergeben, das haben wir dann gezeigt, dass dann jeder Untermodul ebenfalls frei und endlich erzeugt ist. Okay, machen wir dazu ein Beispiel. Ja, nehmen wir den Z. Modul, also R gleich Z, das ist sicher ein Hauptidealring, und M gleich Z hoch 3, das ist sicher ein endlich erzeugter freier Modul, das ist frei endlich erzeugt. Und jetzt kann ich Untermodulen davon betrachten, nehmen wir ein Untermodul N, zum Beispiel der von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der von dem hier erzeugte Untermodul. Ja, wir wissen noch, das Beispiel, das wir schon öfter hatten, dass diese drei Vektoren linear abhängig sind. Und bei Vektorräumen wissen wir dann, naja, dann kann ich halt irgendwelche Dinge rausstreichen, solange bis das, was übrig bleibt, linear unabhängig ist und das ist dann eine Basis. Das stimmt aber jetzt nicht mehr, sondern hier müssen wir jetzt vorsichtiger vorgehen. Und wie. Ja, das sagt uns der Satz nicht. Wir hatten gesagt, der Satz hatte einen Beweis, der nicht konstruktiv ist. Es war irgendwo ein Magic Step in dem Beweis, den man nicht einfach programmieren kann. Eben nicht konstruktiv ist. Und daher sagt der Satz, wissen wir von dem Satz, den wir das letzte Mal bewiesen haben und den ich gerade zitiert habe noch, dass dieses N eine Basis haben muss. Wir kriegen aber nicht gesagt, wie diese Basis, wo die her, wie wir die finden. Also N muss eine Basis haben. Und ja, ich kann an der Stelle nur warnen davor, jetzt da Vektorraumarithmetik zu betreiben und zu gucken, ja, ich bastel mir einfach irgendeine Vektorraumbasis, wo die Elemente ganzzahlig sind, die Koordinaten ganzzahlig sind und dann wird das schon hinhauen. Das stimmt nicht, das ist falsch. Also eine solche findet man nicht. Indem man eine Basis, sagen wir, des Q Vektorraums 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also die spitzen Klammern bedeuten jetzt verschiedene Dinge. Hier oben ist es Modul, der davon erzeugt wird, also die Menge aller
Linearkombination von den Dingen mit ganzzahligen Koeffizienten. Und hier ist es Unterraumerzeugnis, also die Menge aller Linearkombinationen mit rationalen Zahlen als Koeffizienten. Man findet deren Koordinaten in Z liegen. Denn es kann sein, dass ich es kann sein, dass ich einen Vektor habe, der zwar ganzzahlige Einträge hat, der sich aber aus anderen Vektoren mit ganzzahligen Elementen ergibt und ich brauche trotzdem rationale Koeffizienten. Also zum Beispiel könnte es sein, dass dieser Vektorraum hier, der enthält das Element 0, 1, 2, das ist in Z hoch 3. Und er enthält es, weil ich es schreiben kann, als, ja, und jetzt hier 4 Drittel mal 1, 2, 3 minus ein Drittel mal 4, 5, 6. Und dieses Element hier ist zwar in diesem Vektorraum, aber es ist nicht in dem Untermodul. Woher weiß ich das? Ja, in dem Untermodul darf ich nur ganzzahlige Linearkombinationen machen. Und wenn Sie hinschauen, unten die letzte Komponente, da steht 3, 6 und 9. Das sind alles Zahlen, die durch 3 teilbar sind. Wenn ich von denen Z-Linearkombinationen bilde, dann wird immer wieder was rauskommen, was durch 3 teilbar ist. Hier unten steht aber 2. Das heißt, ich kann das nicht irgendwie noch in einer anderen Weise schreiben und da die Drittel wegmachen. Das geht nicht. Das geht nicht, weil da kriege ich nie einen Zweier. Ja, aber hier ist eine Basis von n ist zwei eins null minus eins eins drei. Wo habe ich die jetzt? Ja, die habe ich auf dem Skript abgeschrieben. Wie man so eine Basis findet, das müssen wir noch besprechen. Das ist jetzt noch nicht klar. Das sagt der Satz, wie gesagt, nicht. Der Satz sagt nur, es gibt eine. Okay? Und wie man die findet, besprechen wir später. Im Moment geht es nicht darum, wie man Sachen ausrechnet, sondern nur, was kann alles passieren. Ja? Dazu haben wir eben jetzt gesehen, es kann passieren, dass ein Modul keine Basis hat und das macht es gefährlich. Es kann dann sein, dass ein Modul mit einer Basis ein Untermodul hat, der keine Basis hat. Und der Satz sagt uns, ja, so, aber wirklich immer kann das nicht passieren, sondern in manchen Situationen kann man sicher sein, dass ein Modul mit einer Basis ein Untermodul hat und der Untermodul muss auch wieder eine Basis haben. Okay. Dann jetzt zu was anderem, was auch ein Unterschied, ein struktureller Unterschied ist, auch zu der Frage, was kann alles passieren, ein Unterschied zur Vektorraumtheorie. Bei Modulen kann es sowas geben, das nennt sich Torsion. Klingt komisch, ist aber nicht so schlimm. Das heißt einfach, das, was wir bei Z6 das letzte Mal schon gesehen haben, es kann sein, dass ich einen Vektor habe, also ein Modulelement, und ich multipliziere das mit einem Ringelement. Und es kommt 0 raus, obwohl weder das Ringelement noch der Vektor 0 war. Das ist so ein bisschen wie bei Nullteilern. In einem Ring kann es ja auch sein, dass ich zwei Ringelemente habe, die nicht 0 sind und deren Produkt aber trotzdem 0 ist. Torsion ist so ein bisschen das Ähnliche, nur bezüglich der Skalarmultiplikation und nicht bezüglich der Ringmultiplikation. Und damit wir uns wirklich auf die Skalarmultiplikation konzentrieren und dann nicht irgendwie noch Nullteilerprobleme kriegen, beschränken wir uns hier auf einen Integritätsbereich. Das heißt zur Erinnerung, also nochmal, R ist ein Ring, wo die Multiplikation kommutativ ist und wo wir annehmen wollen, dass das Produkt von zwei nicht-nullen Elementen wieder nicht-null ist in dem Ring. Und es kann jetzt aber trotzdem noch sein, dass das Produkt von einem nicht-nullen Ringelement mit einem nicht-nullen Modulelement das Null-Modulelement ist.
Und das bezeichnet man dann als ein Torsionselement. Okay? Also wir nehmen ein Modul über dem Integritätsbereich R und sagen, ein Element dieses Moduls heißt Torsionselement, falls es irgendein ein Skalar gibt, also ein Ringelement, also nicht das Null, nicht das Nullelement, ein nicht nulles Ringelement, das, wenn ich das Skalar auf das M drauf multipliziere, 0 ergibt. Und ja, okay, solche gibt es vielleicht oder vielleicht auch nicht, oder vielleicht sind es eh alle oder irgendwas, aber jedenfalls kann ich für ein gegebenes M die Menge von all diesen Torsionselementen betrachten, die bezeichne ich mit Tor und nenne dieses Tor M den Torsionsuntermodul von M. Wir werden dann gleich sehen, dass das eine gerechtfertigte Bezeichnungsweise ist, dass das tatsächlich ein Untermodul ist. Und dann gibt es noch den Begriff des Torsionsmoduls. Das ist, wenn M so ist, dass jedes Element ein Torsionselement ist, dann würde ich sagen, dass M ist ein Torsionsmodul. Gut, das ist eine Bezeichnungsweise, die bedarf eines Beispiels. Oder mehrere Beispiele. Ja, Z6 zum Beispiel. Z6 ist ein Torsionsmodul. Denn für alle M aus Z6, da gibt es eh nicht so viele, aber ist ja egal, wie viele das sind, gilt 6 mal M. Gleich 0. Also das ist die 0 aus M, aus Z6. Das ist die 6 aus Z und deshalb ist sie verschieden von 0. Okay, also das ist das R. Ja, damit habe ich also gezeigt, es gibt für alle M aus dem Modul, gibt es ein R aus dem Ring. Das ist hier in dem Fall sogar immer dasselbe, nämlich 6, aber das muss nicht dasselbe sein, das kann auch. Man kann auch sein, dass das eine M von dem gekillt wird und das andere von dem gekillt wird. Ja. Und deshalb ist das ein Torsionsmodul. Okay. Was gibt es noch? Oh, torsionsfrei. Wie habe ich das, steht das auch? Ah ja, torsionsfrei habe ich übersprungen. Torsionsfrei ist das andere Extrem. Torsionsfrei würde ich sagen, wenn der Torsionsmodul nur das Nullelement enthält. Das Nullelement ist natürlich immer ein Torsionselement. Das kriege ich nicht weg. Das muss ja auch immer da sein. Und 0 ist auf jeden Fall so, dass 0 multipliziert mit irgendwas immer noch 0 ergibt. Das heißt, das ist ein Torsionselement. Aber die Frage, interessante Frage ist, ob es dann noch weitere gibt. Also torsionsfrei heißt, wenn der Torsionsmodul so klein ist, wie überhaupt nur geht. Das wäre, wenn ich Z hoch 6 nehme. Das ist torsionsfrei. Ja, das ist, warum ist das so? Ja, weil das ist ja so ein bisschen so ein Modul, der so ähnlich ist wie ein Vektorraum. Und beim Vektorraum wissen wir auch, da kann es keine Torsion geben, wenn ich ein Körperelement mit einem Vektor multipliziere und es ist nicht das Nullelement und nicht der Nullvektor, dann kommt nicht der Nullvektor als Ergebnis raus. Also insbesondere ist auch jeder Vektorraum, K-Vektorraum, ist torsionsfrei. Und deshalb ist uns das Konzept der Torsion bisher noch nicht begegnet, weil es bei Vektorräumen das einfach nicht gibt. Bei Vektorräumen gibt es halt immer nur das Nullelement. Okay, das ist halt das ist halt irgendwie speziell, das ist uns auch schon aufgefallen. Und bei Modulen gibt es jetzt aber dann noch eventuell noch einige weitere, die so ein bisschen so ähnlich sind wie das Nullelement. So, Torsion, das ist von etymologisch ist das irgendwie, da wickelt sich irgendwas auf. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie bei Z6, haben wir das ja auch, dass da nach 5 kommt er wieder zurück. 5 plus 1 ist 0, da wickelt sich was auf. Und im nächsten Beispiel kann man sich das auch nochmal schön grafisch darstellen. Wir haben das auch schon gesehen mit den Quotientenmodulen. Wickelt sich ja auch was auf. Und das ist kein Zufall, sondern es hängt miteinander zusammen. Hier ist ein Beispiel für einen. Halt.
Da wollte ich noch dazu sagen, allgemein, wenn M frei ist, ist M auch torsionsfrei. Wissen Sie noch, frei heißt, der Modul hat eine Basis. Also jeder Modul, der eine Basis hat, muss torsionsfrei sein. Ja, das ist klar. Beweis. Sagen wir, sei M in M beliebig. Und ich zeige jetzt, das ist kein Torsionselement. Zu zeigen, es gibt kein R in R ohne 0 mit R mal M gleich 0. Und wenn das M frei ist, dann gibt es eine Basis. Sei B eine Basis. Und mit der kann ich das M ausdrücken und sein, sagen wir, R1 bis Rn in R, B1 bis Bn in B, so dass M gleich R1 B1 plus 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 Rn Bn ist. Und wenn jetzt das M ein Torsionselement wäre, dann gäbe es also doch so ein R, das das M zu 0 machen würde. Und das könnte ich dann darauf multiplizieren. Für jedes R in R ohne 0 gilt dann R mal M ist gleich R R1 B1 plus 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 R. Rn, Bn. Ja, ich muss zeigen, das ist nicht 0. Wenn das nicht 0 ist, dann ist es kein Torsionselement. So, wenn das nicht 0 ist, dann heißt das, irgendeins von den Rs muss nicht 0 sein. Und ja, und dann weiß ich außerdem, das muss dann hier immer noch nicht 0 sein, aber wenn das hier 0 wäre, wäre R mal M gleich 0, so wären B1 bis Bn plötzlich linear abhängig, weil aus dem Ri, das nicht 0 ist, wenn ich das mit dem R multipliziere und ich bin in einem Ring, wo die Multiplikation von zwei Nicht-Nullen-Elementen ein nicht-nulles Ergebnis hat, das macht mir das also nicht kaputt. Ja, dann habe ich aber hier stehen, 0 ist gleich eine Linearkombination von den Bs, in denen mindestens ein Koeffizient nicht 0 ist, dann wären die Bs linear abhängig. Aber die Bs, die sind ja aus einer Basis genommen, das kann also nicht sein. Okay, also aus frei folgt torsionsfrei. Das wollte ich noch nachschieben, damit ist dann auch klar, dass das hier torsionsfrei ist, weil das ist ja frei. Das ist erzeugt von den sechs Einheitsvektoren, auch als Z-Modul. Und damit ist auch jeder Vektorraum frei, weil torsionsfrei, weil jeder Vektorraum ja auch frei ist. Die umgekehrte Richtung gilt nicht. Zum Beispiel Q ist nicht frei, haben wir gesehen. Als Z-Modul. Aber es ist torsionsfrei. Ja, denn natürlich, denn für alle R in Z ohne 0 und alle M in Q ohne 0 gilt R mal M ist nicht 0. Das heißt, es gibt keine Torsionselemente in Q, denn, ja, denn diese Multiplikation, die hier, wenn ich das Q als Z-Modul auffasse, die Skalarmultiplikation ist, das ist ja eigentlich die Körpermultiplikation von Q. Ich vergesse halt nur, dass ich Elemente von Q auch miteinander multiplizieren kann und sage, ich schränke mich darauf ein, immer nur eine ganze Zahl mit einer rationalen zu multiplizieren. Na gut.
Und für Körper wissen wir ja, dass das immer so ist. Und dann muss es halt jetzt auch nach der Einschränkung erst recht so sein. So, aber jetzt das, was ich eben schon angefangen habe, ein Beispiel für ein Modul, der weder torsionsfrei ist, noch ein Torsionsmodul. Ich habe gesagt, das sind so zwei Extrempositionen. Das Z6 mit 6 unten ist ein Torsionsmodul und das Z6 mit 6 oben ist torsionsfrei. Und jetzt gibt es aber noch was, das ist weder das eine noch das andere. Könnten wir zum Beispiel das hier nehmen. Nehmen wir Z Kreuz Z6. Das hat irgendwie einen Torsionsanteil, das hier, und einen freien Anteil, das hier. Das ist weder frei insgesamt, dann weder frei noch torsionsfrei. Weder, Entschuldigung, weder torsionsfrei noch ein torsionsfreies Modul. Ah. So, und da kann ich das mit dem Aufwickeln noch mal ein bisschen illustrieren. Hier habe ich diesen mal aufgemalt, diesen Modul hier. Und zwar haben wir in die eine Richtung, sagen wir hier, das ist vielleicht 0. Das ist 0. Und dann wäre das hier, das wäre dann Z Kreuz 0. Also dieses hier, das wäre das Paar 0, 0. Das ist mit der 0 aus Z und der 0 aus Z6. So, und jetzt geht es in die eine Richtung. Haben wir Z, das ist also in die Richtung. Und in die andere Richtung haben wir eine Kopie von Z6 hier. Die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elemente. Und davon haben wir jetzt verschiedene Kopien. Ja, also hier ist noch eine. So, und woran sehen wir jetzt, was bedeutet es, Torsionsmodul zu sein? Das hat jetzt ein Torsionsuntermodul. Jetzt kann ich fragen, was sind alle Elemente, die so sind, dass wenn ich sie skaliere, plötzlich wieder 0 rauskommt, wenn ich sie irgendwie mit einem geeigneten Faktor skaliere, 0 rauskommt. Das sind alle die auf dem Grünen. Ja? Weil wenn ich mir so einen Zylinder vorstelle, also das Universum ist aufgewickelt und ich habe jetzt einen Vektor, der zeigt genau in die Richtung, ja, also hier in die, ja, den Punkt hier zum Beispiel. Da ist so, wenn ich den multipliziere mit 6, dann landet der, dann ja, dann skaliert er sich entlang von diesem Kreis und landet dann hier bei 0. Das heißt, und das geht bei dem auch, den mit 6 multipliziert, landet, der geht dann ein paar Mal rum und landet dann genau bei 0. Und der auch, wenn ich den mit 6 multipliziere, der geht vielleicht auch ein paar Mal rum, landet dann da. Das ist formal ganz klar, denn formal habe ich ja hier die Elemente 0, x, wo x irgendein Element von Z6 ist. Und wenn ich 6 mal da drauf multipliziere, dann ist das 0 mal 6 und 6 mal x. 6 mal 0 vielleicht. Das ist in Z, ist aber egal, da ist es sowieso 0. Und das hier ist in Z6 und dort ist es auch 0. Die anderen sind keine Torsionselemente, denn wenn ich irgendeinen anderen Vektor nehme auf diesem Zylinder, zum Beispiel den hier, und skaliere den, ja, dann kann es natürlich schon sein, dass ich, wenn ich das irgendwie geeigneten Streckfaktor nehme, dass der sich ein paar Mal um diesen Zylinder rumwindet und am Ende auf der roten Achse landet. Aber der wird nicht beim Nullpunkt landen, denn in die Rechts-Links-Richtung habe ich Z. Und da ist es so, wie wir das von Vektorräumen gewohnt sind, wenn ich etwas skaliere um einen nicht-nullen Faktor und es war vorher nicht null, dann ist es nachher auch nicht null. Okay. Und deshalb ist genau das so, wie es hier behauptet ist. Wenn ich mir anschaue oder wenn ich mich frage, was sind die Torsionselemente von diesem Modul, der da als Zylinder beschrieben ist, dann sind das genau die grünen. Das sind genau die hier grün hervorgehoben sind. Okay? Also das ist nicht so unanschaulich, wie es auf den ersten Blick scheint.
Machen wir noch ein anderes Beispiel? Ja. Ah, ja, wir könnten zum Beispiel nehmen Q modulo Z. Also das wäre ein Quotientenmodul, dann hätten wir das auch nochmal wiederholt. Also das ist als Z-Modul. Ein Torsionsmodul. Denn, ja, wie sehen da die Elemente aus für jedes? Ja, das sind Äquivalenzklassen von rationalen Zahlen. Also für jedes solche Element von diesem Quotientenmodul gilt, wenn ich das mit Q multipliziere, Q mal P durch Q, dann ist das, so wie die Arithmetik erklärt ist, dasselbe wie wenn ich das Q reinziehe. PQ durch Q. Klasse. Oh, und das kürzt sich jetzt weg. Da drin ist ganz normale rationale Arithmetik. Dann bleibt also P übrig. Jetzt ist aber das hier natürlich so gemeint, dass Zähler und Nenner ganzzahlig sind. Das heißt, das P ist eine ganze Zahl. Und modulo z ist jede ganze Zahl äquivalent zu 0. Weil ich kann ja hier beliebige ganze Zahlen drauf addieren, zum Beispiel minus p. Das heißt, das ist die Nullklasse. Oh, und der Nenner, der ist aber natürlich nicht 0. Das heißt, das hier ist eine ganze Zahl, aber die ist nicht 0. Und damit habe ich gesagt, jede beliebige Zahl, ne, sorry, jede beliebige Klasse lässt sich durch Multiplikation mit einem geeigneten Ringelement, und der Ring ist hier Z, zu 0 bringen. Das ist also auch ein Torsionsmodul. Dagegen, wenn ich das mit R mache, das kann ich auch, R modulo Z, das ist kein Torsionsmodul. Denn wenn ich hier diese Rechnung hier mit irgendeiner reellen Zahl mache, naja, eine reelle Zahl, wann ist eine reelle Zahl so, dass ich sie mit einer ganzen Zahl multiplizieren kann und das Ergebnis ist eine ganze Zahl? Ja, das ist genau für die rationalen Zahlen der Fall. Deshalb kann ich hier sagen, das ist zwar kein Torsionsmodul, das sind nicht alle Elemente Torsionselemente, aber ich kann fragen, was ist der Torsionsmodul von diesem M? Ja, das ist genau dieser Untermodul, der oben das Q hat. Okay. Gut, das reicht vielleicht mal als Beispiel. Genau, und jetzt schauen wir uns da einige Struktureigenschaften an. Was hat es mit dieser Torsion auf sich? Und wir fangen an mit etwas ganz Einfachem. Und zwar zeigen wir, dass der Torsionsuntermodul tatsächlich ein Untermodul ist. Beweis. Also was ist zu zeigen? Ein Untermodul, das ist wie bei Untervektorraum. Wir müssen zeigen, der ist nicht leer und abgeschlossen unter Bildung von Linearkombinationen. Also erstens, also es ist auf jeden Fall 0 ist in Tor M, weil jedenfalls einmal 0 gleich 0 ist. Das ist auf jeden Fall klar, und daraus folgt, Tor M ist nicht leer. So, das ist der langweilige Teil. Und jetzt seien M1, M2 in Tor und R1, R2 in R. Und dann ist zu zeigen, R1, M1 plus R2, M2 ist auch in Tor. Und in Tor zu sein heißt, es gibt irgendwelche Multipliers, die das zu Null machen.
Also aus dem hier folgt, es gibt S1, S2 in R, aber nicht 0, sondern 0 tut es auch, aber andere außer 0 gibt es auch, sodass S1 mal M1 und S2 mal M2 das Nullelement des Moduls geben. Also das ist, wir wissen. Das folgt aus dem, dass die hier beliebig aus dem Tor gewählt sind. Und das hier heißt, das heißt zu zeigen ist, es gibt irgendein S, das auch nicht 0 ist, sodass S mal diesem hier, R1 M1 plus R2 M2, ebenfalls 0 ist. Und das ist es zu zeigen. So, wo kriegen wir das her? Ja, vermutlich werden wir das aus denen hier irgendwie basteln wollen müssen. Wähle solche S1, S2 und setze S gleich S1, S2. Das ist die Wahl, die zum Ziel führt, denn dann gilt, wenn ich das S anwende auf R1 M1 plus R2 M2, dann kriege ich, ja, krieg ich S1 S2 R1 M1 plus S1 S2 R2 M2. Und der Ring ist kommutativ, das heißt, da kann ich mir die an die richtige Stelle kommutieren. Also das ist S2R1 S1 M1 plus S1 R2 S2 M2. Und jetzt waren die so gewählt, dass das hier 0 ist und das hier auch. Und dann ist wurscht, was das und das ist. Es kommt dann auf jeden Fall 0 raus. Und jetzt habe ich einen kleinen, klitzekleinen Schritt übersprungen. Und zwar muss ich auch noch rechtfertigen, dass das darf ich nicht vergessen, dass das S hier nicht 0 sein darf. Und in dem Ring muss man da vorsichtig sein. Es könnte sein, dass das S1 mal mal dem S2, die sind zwar beide nicht 0, aber dass das Produkt 0 wird. Das kann aber nicht sein, denn in dem Satz war vorausgesetzt, wir nehmen das R einen Integritätsbereich. Und Integritätsbereich sagt genau, dass das nicht passieren darf. Also das ist nicht 0, weil R ein Integritätsbereich ist. Und Integritätsbereich habe ich hier auch nochmal verwendet. Und zwar, der Ring ist kommutativ. Das ist auch gewährleistet bei einem Integritätsbereich. Das sind die beiden Dinge. Nullteilerfreiheit, die da eingegangen ist. Kommutativität, die da eingegangen ist. Und ansonsten ist das alles nur Rechnerei. So, das war also einfach. Der nächste Satz ist auch nicht viel schwieriger. Der sagt, wenn ich ein Modul habe über einem Integritätsbereich und ich dividiere den Torsionsmodul, von dem haben wir gerade gezeigt, das ist ein Untermodul, wenn ich den rausdividiere, den Quotientenmodul bilde, dann ist das, was übrig bleibt, torsionsfrei. Das heißt also, kurz gesagt, wenn ich alle Torsionselemente miteinander identifiziere, oder wenn ich, ja, das sollte ich nicht sagen, also wenn ich die Torsion rausfaktorisiere, dann bleibt keine Torsion mehr übrig. Okay, warum ist das? Ja, wie geht das? Also, was ist zu zeigen? Sei M in diesem, ja, ich nehme gleich eine Klasse, sei M-Klasse in M nach Tor M und R. In R so
dass R mal M gleich 0 ist. Ich muss jetzt irgendwo annehmen, dass irgendwas nicht 0 ist. Schauen wir mal, wie wir das gleich brauchen. Also sei M ein Element und ich will zeigen, dass das torsionsfrei ist. Das heißt, ich will zeigen, wenn das hier 0 ist, dann muss entweder das R 0 gewesen sein oder das M 0 gewesen sein. Also zu zeigen ist, R ist 0 oder M Klasse ist 0. Und das hier bedeutet ja aber dasselbe wie zu sagen, das M ist ein Element von M. Und das wäre ein Torsionselement von M gewesen. Okay, so was bedeutet das hier? Das hier ist dasselbe wie RM Klasse. Und zu sagen, dass das gleich 0 ist, bedeutet, also RM, also aus dem hier würde folgen, RM ist, die Nullklasse ist immer das, was im Nenner steht, von der Quotientenstruktur. Das wäre also Tor M. Und A, was bedeutet das hier? Daraus folgt, dass das im Tor lebt, heißt, ich kann es mit etwas multiplizieren und es wird dann zu 0. Okay? Das heißt, es gibt ein S in R, das aber nicht 0 ist, sodass S mal R mal M gleich 0 ist. So, oh, okay. Und jetzt kann ich da wieder sagen, für ein solches S gilt, ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten und dann sind wir schon da, wo wir hinwollen. Entweder, also sagen wir, erster Fall, wenn das R ungleich 0 ist, dann ist SR auch ungleich 0, weil der Ring ein Integritätsbereich ist. Und dann folgt, dass das M ein Torsionselement ist, das M selbst. Also wir wissen schon, dass R mal M ist 1. Und hier haben wir aber gesagt, ja, okay, der killt das dann auch. Und das ist dann auch ein nicht nulles Element in dem Fall hier. Also dann ist M auch in Tor M. Oh, und das ist ja das, was wir hier zeigen wollen. Okay. Also wir haben zu zeigen gehabt, wir haben zu zeigen gehabt, entweder das R ist 0 oder das M ist 0. Und wir haben jetzt gezeigt, der erste Fall ist, das R ist nicht 0, ja, dann ist das andere. Okay, und der zweite Fall ist, wenn das R gleich 0 ist, der ist dann sowieso klar. Okay, weil wir müssen zeigen, entweder das oder das. Und wir haben gezeigt, wenn nicht das, dann das. Passt. Okay. Also das ist jetzt noch kein schwieriger Beweis, sondern da muss man halt ein bisschen sich dran gewöhnen an dieses Torsionskonzept. Aber das ist eigentlich immer wieder dasselbe. Es ist einfach nur multipliziert was drauf und das verschwindet dann dadurch. So, der nächste Satz ist auch wieder wir machen so ein bisschen kleine Schritte. Der nächste Satz wird aber schon ein bisschen interessanter. Der Beweis, wir nehmen wieder einen Integritätsbereich und ein R-Modul. Und hier haben wir gesagt, wir können den Torsionsmodul rausdividieren. Und es bleibt dann was übrig, was torsionsfrei ist. Und hier, das ist jetzt so ein bisschen das Gegenstück dazu. Es gibt irgendwo einen freien Untermodul. M0 von M. So dass, wenn ich den rausdividiere, das, was übrig bleibt, ein Torsionsmodul ist. Okay, das ist das hier. Schauen wir uns an, warum das ist. Beweis.
Also, was haben wir für Voraussetzungen? Gar keine. Also, M ist ein R-Modul, sonst nichts. Okay. Ja, nehmen wir dann irgendeine linear unabhängige Menge, sei E0 eine linear unabhängige Teilmenge von M, die so ist, dass so, egal was ich dazugebe, es dann linear abhängig wird. Also die so ist, also maximal irgendwie. Also E0 vereinigt mit E soll linear abhängig sein für alle E, die nicht schon in dem E0 sind. So eine lineare Teilmenge, die werde ich natürlich im Allgemeinen Schwierigkeiten haben, die zu finden, aber es gibt sicher so eine. Und so eine betrachten wir jetzt und dann wählen wir das M0 als den von diesem E0 erzeugten Untermodul. Das ist dann sicher ein freier Untermodul, weil der hat E0 als Basis. Also das ist ein erzeugendes System, weil so war er ja erzeugt und das E0 war linear unabhängig gewählt. Also gut, dann muss es eben frei sein. Also dann ist der M0 ein freier Untermodul von M. Und wir behaupten jetzt, dass der so ist, wie es im Satz verlangt wird. Dass wenn ich den daraus dividiere, dann ist das, was übrig bleibt, ein Torsionsmodul. Was ist zu zeigen? Beweis. Zu zeigen für alle M. Sagen wir M-Klasse aus M durch M0 gibt es ein R in R ohne 0 mit R mal M-Klasse ist gleich 0-Klasse. So, die 0-Klasse, was ist die 0-Klasse? Die 0-Klasse ist immer das, was unten steht. Das heißt, das ist eigentlich M0. Also als Teilmenge von M die Äquivalenzklasse von 0. So. Ja, dann wähle mal ein beliebiges M. So sei M in M beliebig. Und ja, wenn das M, machen wir eine Fallunterscheidung, erster Fall, wenn das M in E0 ist, dann ist natürlich das M in M0, weil das E0 ein erzeugendes System für das M0 ist. Und daraus folgt dann, ja, naja, einmal M ist in M0 und das bedeutet einmal M-Klasse ist gleich 0-Klasse. Weil das ist ja eh schon drin. Also das ist einfach. Der zweite Fall ist, wenn das M nicht in E0 ist, dann ist nach der Wahl von dem E0 die Vereinigung von E0 mit diesem M linear abhängig. Okay. Dann ist E0 vereinigt mit M linear abhängig. Also existieren irgendwelche Erzeuger E1 bis En aus E0 und Ringelemente R1 bis Rn und R in R, sodass R1 E1 plus 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 Rn En plus Rm gleich 0 ist. Weil die müssen ja linear abhängig sein. Und die hier sind nicht alle 0.
wie immer bei einer linearen Abhängigkeit. Und wenn die aber nicht alle 0 sind, dann muss insbesondere das R nicht 0 sein, dann wäre das R 0 und von den anderen wäre 1 0, dann wären die Es linear abhängig, aber die sind ja aus dem E0 gewählt, das heißt, die können nicht linear abhängig sein. Also, weil E0 linear unabhängig ist, muss dann R ungleich 0 sein und von den anderen sind manche 0 und manche nicht, weiß ich nicht. Aha, aber dann sind wir fertig. Dann heißt das also, Rm ist gleich, ja, wenn ich die Es hier auf die andere Seite bringe, dann ist das hier eine Linearkombination von den Es. Das heißt, das ist in M0, denn das M0 besteht aus allen Linearkombinationen von den Es. Ja. Gut, dann muss das hier also auch eine solche sein. Und das bedeutet, R angewandt auf die Klasse von M ist gleich die Nullklasse. Fertig. Okay, also das ist auch nicht so schlimm. Man kommt relativ unfallfrei durch den Beweis durch. Man darf halt nur keine Angst haben vor Quotientenmodulen und vor dem Begriff der Torsion. Also das ist wirklich ein relativ einfacher Beweis. Und ja, der nächste wird dann schon wieder noch mal einen Tick spannender. Und zwar nehmen wir jetzt einen Hauptidealring. Das war jetzt das hat man am Anfang schon noch mal wiederholt vom letzten Mal. Dieser Satz, der sagte, von einem endlich erzeugten freien Modul ist jeder Untermodul auch wieder frei und endlich erzeugt, wenn der Ring, über dem das alles Modul ist, ein Hauptidealring ist. Das war der Satz vom letzten Mal. Und dieser Satz, das ist jetzt sozusagen der vorletzte, aber das ist schon ein Struktursatz, der nicht ganz offensichtlich ist. Und zwar der so ein bisschen die Umkehrung liefert zu dem, was wir vorher gesagt haben, als Beispiel. Ich hatte gesagt, wenn etwas frei ist, dann ist es erst recht torsionsfrei. Und wir hatten gesehen, die Umkehrung stimmt nicht. Wenn etwas torsionsfrei ist, dann muss es noch lange nicht frei sein. Der Satz sagt jetzt manchmal aber schon. Und manchmal heißt, das R ist, wenn das R ein Hauptidealring ist und das M ist endlich erzeugt. Dann folgt aus Torsionsfreiheit Freiheit. Okay. Und das ist jetzt wieder ein Beweis, der ist ein bisschen so, dass man nicht gleich drauf kommt. Wie machen wir das? Ja, wir müssen unter diesen Voraussetzungen irgendwo eine Basis her konstruieren. Wo nehmen wir die her? Wir machen das so wie vorher. Wir nehmen eine maximale Menge, also sei E ein Erzeugendensystem, ein endliches Erzeugendensystem von M. Das gibt es ja, weil nach Voraussetzung, dass M endlich erzeugt ist. Und sei E0 eine Teilmenge von diesem E, linear unabhängig und maximal. Und maximal wieder im Sinn wie vorher. In dem Sinn, dass E0 vereinigt mit E linear abhängig für alle E, die in dem E sind, aber nicht in dem E0. So, jetzt ist das E0 bildet jetzt dann erzeugt ein Untermodul von dem M. Also dann ist nennen wir das M0 gleich E0 Erzeugnis, ein Untermodul von M und der ist frei.
Ein freier. Ein freier Untermodul von M. Das wird aber jetzt wirklich ein echter Untermodul sein, weil da gibt es jetzt noch andere Sachen, die eventuell in dem E, die nicht in dem E0 drin sind. Und es muss schon sehr viel Glück dabei sein, wenn ich die alle einfach weglassen kann. Das wird normalerweise nicht so sein, sondern die werde ich auch noch irgendwie brauchen. Die stehen mir hier jetzt nur noch im Weg, weil die dann das linear abhängig machen. Mit denen muss ich aber jetzt noch irgendwas mir überlegen. Warum? Was ich mit denen machen kann. Okay, dann schauen wir das an. Wie ist denn das? Also für jedes E, E in E ohne E0 gibt es. Oder schreiben wir, das ist ja eine endliche Menge. Vielleicht geben wir der mal Namen, den Elementen. Also E ohne E0 ist endlich. So etwa E ohne E0 gleich U1 bis UK zum Beispiel. Und E0 ist natürlich auch endlich. Und dann schreiben wir E0 vielleicht als E1 bis EN. Und jetzt ist nach Wahl von dem E0 ist das so, dass wenn ich irgendeins von den U's noch hier dazugebe, dann wird das linear abhängig. Nach Wahl von E0 gibt es für jedes UI Ringelemente R. Oder so. AI und R1 bis RN in R mit AI mal UI. Gleich R1 E1 plus 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 RN EN. Wobei die nicht alle Null sind. Mit dem. Und jetzt ist wieder so wie vorher, die E's, die sind ja linear unabhängig. Das heißt, wenn die hier nicht alle 0 sind, dann muss insbesondere das erste hier nicht 0 sein. Dann wäre das 0, dann hätte ich hier eine lineare Abhängigkeit von den E's. Die gibt es aber nicht. Also da E0 linear unabhängig ist, muss AI ungleich 0 sein. So, und das AI finde ich also jetzt, so ein AI finde ich jetzt für jedes von diesen U's. Das sind endlich viele. Und ich betrachte jetzt das Produkt von denen. Also dann ist auch A definiert als das Produkt A1 für das U1, A2 für das U2 und so weiter bis AK nicht 0. Und das ist, weil der Ring wieder so ist, dass Produkt von nicht nullen Sachen nicht 0 ist. Ein Integritätsbereich. Wir hatten vorausgesetzt für das R, dass es ein Hauptidealring ist. Das haben wir jetzt noch nicht gebraucht. Aber Hauptidealring enthält Integritätsbereich. Und die Bedingung, dass es ein Hauptidealring ist, die kommt dann gleich noch zum Einsatz. Und zwar betrachten wir jetzt einen Homomorphismus. Also das wird jetzt ein bisschen algebraisch. Also betrachte den Homomorphismus H, der von M nach M geht, mit H von X ist gleich A mal X. Dann ist es so, dass das Bild von dem Homomorphismus irgendwo in diesem M0 liegt, weil, ja, also dann gilt,
M von H ist Untermodul von M0. Denn für jedes x x gleich, naja, das hat ja irgendwie die Form irgendwas mal E1 plus irgendwas mal E2 plus irgendwas En plus irgendwas U1 plus irgendwas UK, weil ja das E hier ein erzeugendes System von M ist. Und ich habe mir das hier aufgespaltet. Das eine ist das E0 und der Rest ist der Rest halt. Das heißt, jedes x lässt sich so schreiben mit irgendwelchen Koeffizienten, die aus R sind. Und für jedes solche gilt, wenn ich H von x habe, anschaue, dann ist das ja A mal x. Und das A enthält all diese Faktoren A, die so sind, dass wenn ich sie auf ein UI multipliziere, ich was kriege, was ich in den Es auch schreiben kann. Also das ist gleich, naja, die Es multiplizieren sich da irgendwie, das multipliziert sich das A rein, das ist dann unverändert, En. Und hier ist dann aber so, das A, hier kann ich für das U1, kann ich aus diesem A das A1 mit dem U1 verrechnen, kommt eine Linearkombination von den Es raus. Okay, das heißt, das ist dann auch wieder, kann ich mit denen verrechnen. Und für die anderen kann ich das auch nehmen. Für das letzte UK nehme ich hier aus dem A den AK-Faktor und AK mal UK ist auch wieder eine Linearkombination von den Es. Ja, die kann ich also alle mit denen verrechnen, dann werden die hier sehr kompliziert. Aber das ist auf jeden Fall dann in M0. Ja, das habe ich hier behauptet. Ich habe behauptet, das Bild von diesem Homomorphismus ist in M0, irgendein Untermodul davon. Was mit dem Kern? Der Kern von H, der ist 0. Warum ist das? Weil das H nichts anderes macht, als mit A zu multiplizieren. Und das A ist irgendein nicht nulles Element, haben wir hier gesagt. Das heißt, wenn der Kern etwas enthalten würde, das wäre ein Torsionselement. Das wäre dann ein Element, das wäre ein x, das mit a multipliziert 0 gibt. Die Voraussetzung, eine von den Voraussetzungen aus dem Satz, ist aber, dass m torsionsfrei ist. Wenn das m torsionsfrei ist, dann kann es sowas nicht geben. Das ist, weil m torsionsfrei ist. Also das heißt, wenn x im Kern ist, dann heißt das a mal x ist gleich 0. Und weil das x nicht 0 ist, folgt daraus, dass x ist ein Torsionselement. Ja, es gibt aber nur ein Torsionselement bei torsionsfreien Modul, nämlich das Nullelement. Das heißt, dann muss es das Nullelement sein. So, jetzt kann ich noch einen Homomorphiesatz einwerfen und sagen, ich habe, was habe ich? Ich habe M nach Kern H ist isomorph zum Bild von H. Und das Bild von H ist ein Untermodul, haben wir eben gesehen, von M0. So, und das hier, das ist endlich erzeugt. Und es ist frei. Und R jetzt. R ist ein Hauptidealring. Und das ist jetzt dann der Satz vom letzten Mal, der sagt, jeder, aus dem folgt, jeder Untermodul, zum Beispiel der hier, ist dann auch frei und endlich erzeugt. Also daraus folgt, eben H ist frei und endlich erzeugt. Ja, aber wenn das hier isomorph ist zu dem hier, dann ist der auch frei und endlich erzeugt. Und wenn der Kern aber 0 ist, dann ist das Dividieren durch den Nullraum das tut nichts, weil dann sage ich nur, zwei Elemente sind zueinander äquivalent, wenn ihre Differenz 0 ist. Ja, das heißt, dann sind sie nur dann zueinander äquivalent, wenn sie gleich sind.
Also das hier ist isomorph zu M. Und daraus haben wir dann gezeigt, M ist frei und sogar auch endlich erzeugt. Aber das wussten wir eh schon. Endlich erzeugt für M war Teil der Voraussetzung des Satzes. Das ist das, was wir zeigen wollten. Wow. Das war jetzt wieder ein Beweis, der war ein bisschen mit scharf. Okay, aber sind wir unfallfrei wieder durchgekommen und können kurz überlegen, ob diese Voraussetzungen auch wirklich alle nötig sind. Manchmal macht man ja mehr Voraussetzungen, als man braucht, weil man es halt nicht weiß, wie man es anders beweisen soll, aber der Satz gilt vielleicht ohne die Voraussetzungen auch. Das können wir schauen. Wir haben drei Voraussetzungen, nämlich Hauptidealring, endlich erzeugt und torsionsfrei. Man kann sich jetzt überlegen, wenn man eine der Voraussetzungen weglässt und nur die anderen beiden nimmt, dann gibt es immer ein Gegenbeispiel. Also wenn Sie einen endlich erzeugten Modul nehmen, der torsionsfrei ist über einen Nicht-Hauptidealring, da unten steht vielleicht eins. Ja, also gehen wir es in der Reihenfolge durch, wie es hier steht. Also Q ist zum Beispiel torsionsfrei, aber nicht frei. Und das ist das zeigt, dass ich endlich erzeugt nicht weglassen kann, weil Q ist nicht endlich erzeugt als Z-Modul. Und Torsionsfreiheit, das ist klar, das kann ich sowieso nicht weglassen, denn wenn es nicht torsionsfrei ist, dann kann es keine Basis haben. Denn wir wissen ja, wenn es eine Basis hat, dann ist es auch torsionsfrei. Z6 wäre da ein Gegenbeispiel. Und Integritätsbereich statt Hauptidealring, müsste das heißen, kann man auch nicht weglassen. Denn zum Beispiel dieses hier ist torsionsfrei. Ja, genau, das ist torsionsfrei und es ist endlich erzeugt. Aber es ist nicht frei, haben wir auch schon gesehen als Beispiel für Dinge, die nicht frei sind. Also alle drei Voraussetzungen braucht man hier, man kann nichts weglassen. So, und jetzt können wir dann noch die Dinge zusammenfügen. Das ist dann jetzt wieder nicht so schwer und danach wird es dann wieder etwas konkreter. Also das ist jetzt ein ziemlich abstrakter Teil der Vorlesung. Das macht aber nichts, das kriegen wir schon hin und dann anschließend fragen wir uns, wie können wir die ganzen Sachen ausrechnen. Aber einen Satz habe ich noch. Und zwar, wenn R ein Hauptidealring ist und M ein endlich erzeugter R-Modul, dann kann ich das zerlegen, so wie wir das in dem Beispiel hatten. In dem Beispiel hat von vorher mit diesem Zylinder, wenn Sie sich erinnern, hatte ich ja auch einen Torsionsanteil. Das war das Aufgewickelte und einen freien Anteil, das war das Z. Und der Satz sagt jetzt immer, das ist immer so, vorausgesetzt natürlich wieder, dass es nicht allzu abgespaced ist. Also Sie brauchen einen Hauptidealring, also Z zum Beispiel, und M muss endlich erzeugt sein. Und dann sagt der Satz, Sie können das M zerlegen als eine direkte Summe von einem freien Untermodul und dem Torsionsmodul. Also der Torsionsuntermodul, das wäre dann hier der grüne, und direkte Summe mit dem freien, das wäre dann das Z. Okay, wie machen wir das? Beweis. So, diesen freien Modul, den müssen wir jetzt irgendwo daher zaubern. Machen wir auch wieder mit dem Homomorphiesatz. Und zwar betrachten wir Folgendes. Betrachte den Homomorphismus H, der von M geht in diesen Quotientenmodul. M nach Tor M. Und einfach definiert ist als H von M ist gleich M Klasse.
So, was ist mit dem? Die Idee ist jetzt, glaube ich, ich schaue mir den hier an. Nach dem Satz, den wir hatten, ist das hier torsionsfrei? Aha, ja genau. Also M nach Tor M ist torsionsfrei. Weil wir vorher gesagt haben, das war einer der einfachen Sätze, wenn ich die Torsion rausdividiere, bleibt keine Torsion mehr übrig. Und außerdem ist das endlich erzeugt, weil M endlich erzeugt ist. Und dass M endlich erzeugt ist, ist Teil der Voraussetzung hier. Das steht hier. M ist endlich erzeugt. Ja, Sie können einfach ein erzeugendes System nehmen von M, transportieren das mit dem H rüber, dann kriegen das Sie ein erzeugendes System von dem Quotientenmodul. Und jetzt hatten wir gerade gesagt, endlich erzeugt und torsionsfrei und Hauptidealring, daraus folgt, das ist frei. So, und jetzt ist aber so, das heißt also, das Ding hat eine Basis. Ja, nehmen wir ja, und endlich ist die natürlich auch eine endliche Basis. Weiß nicht, ob wir das brauchen, aber ist auch so. N, eine endliche Basis. Die besteht natürlich aus Äquivalenzklassen, weil das ist ja ein Quotientenmodul. Das heißt, also Basis von M nach Tor M. Aber das sind ja Äquivalenzklassen von irgendwas. Und das, was von dem die sind, das sind Elemente von M. Ich behaupte, oder na, betrachte M 0 gleich den Untermodul, der von den Bs selbst erzeugt wird, B1 bis Bn. Und ich behaupte, M0 ist frei. Und ja, also das ist, ja, vielleicht sollte ich, das ist das, was in dem Satz F genannt wird. F ist frei und es gilt F, direkte Summe mit Tor M ist gleich M. So, das sind jetzt verschiedene Dinge zu zeigen. Beweis, schreiben wir die mal auf, was ist alles zu zeigen. Erstens, dass diese Bs hier sind linear unabhängig. Zweitens, es ist zu zeigen, weil das ist die Freiheit, ein erzeugendes System bilden Sie, so habe ich das F ja definiert. Aber sie sollen auch noch linear unabhängig sein. Und zweitens ist zu zeigen, ja, dass die Summe den ganzen Raum ergibt. Denn nicht den ganzen Raum, den ganzen Modul. Und drittens ist zu zeigen, dass die Summe direkt ist. Also F geschnitten mit Tor M gleich 0 ist. Nullraum. Das ist allerdings sehr einfach. Denn wenn das F frei ist, dann kann es keine Torsionselemente enthalten. Das Tor M ist aber natürlich ein Torsionsmodul. Das heißt, das geht nicht. Ein Element in einem Schnitt muss natürlich das Nullelement kann das nur sein, denn es kann nicht gleichzeitig in einem freien, weil Tor F ist 0 und Tor M
Ja, Tor F ist in Tor M enthalten. Also das geht nicht. Also das folgt aus 1. Wenn das F wirklich frei ist, dann ist klar, dass das nichts gemeinsam haben kann. Bleibt also nur noch 1 und 2 zu zeigen. Zeigen wir also 1. Die sind linear unabhängig. Okay, also sein R1, Rn in R, so dass R1, B1 plus 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 Rn, Bn gleich 0 ist. Okay. Dann ist H von dem natürlich auch 0. Oh, und das ist es schon. Ja, natürlich. Dann ist die Äquivalenzklasse von dem die Äquivalenzklasse von 0. Aber da kann ich jetzt die R's rausziehen. Das ist R1 B1 plus 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 Rn Bn. Immer noch 0. Und da die Klassen hier eine Basis bilden von dem Quotientenraum, so waren sie ja da gewählt, dann müssen die als Klassenlinie unabhängig sein. Und da B1 bis Bn linear unabhängig sind, folgt R1 bis Rn sind alle 0. Fertig. Dann ist das erledigt. Oh, und das ist jetzt dann auch nicht mehr so schwer. 2. Also die Richtung ist sowieso klar, ja, weil das F ist ein Untermodul von M und das Tor ist ein Untermodul von M. Die Frage ist nur in die umgekehrte Richtung. Kann ich jedes M aus M schreiben als eine Summe von einem Element von diesem freien Modul und ein Element von dem Torsionsmodul? Das ist klar. Andere Richtung. Sei M in M beliebig. Ja, was passiert dann, wenn ich das H anwende? Dann mappe ich das in den Quotientenmodul. Also dann ist natürlich H von M gleich die Äquivalenzklasse von M. Das ist irgendeine Linearkombination von den Bs als Klasse. Also das ist R1 B1 plus 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 Rn Bn für gewisse R1 bis Rn aus R. So, das bedeutet, das heißt, dass M ist äquivalent zu R1 B1 plus 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 Rn Bn. Und die Äquivalenz ist modulo dem Torsionsmodul. Das heißt, M ist gleich dieses Ding hier, E1 Rn Bn plus irgendein U für ein U aus dem Torsionsmodul. Ja, und das ist so eine Darstellung, wie wir sie zeigen wollten, dass es sie gibt. Denn das hier ist in F. Und das ist in Tor M. Oh, und das M war beliebig, fertig. Und damit ist der Beweis insgesamt dann auch abgeschlossen. Okay, also das war, wie gesagt, ziemlich heftig. Gibt aber, glaube ich, ein bisschen einen Einblick dafür, wie sich, ja, wie, wie, ja, wie,
solche Beweise aussehen, wenn Sie was über Modulen beweisen wollen, dann sieht das so aus wie die Dinge, die wir gerade gemacht haben. So, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu Dingen, unter denen man sich eher etwas vorstellen kann und die nicht ganz so abstrakt sind. Und zwar wollen wir jetzt fragen, wie man mit Modulen rechnen kann. Und da interessieren uns dann natürlich Modulen, wo man konkret hinschreiben kann, was ihre Elemente sind und nicht irgendwelche ganz komischen Dinge. Und die Frage ist genau wie in der linearen Algebra 1. Da hatten wir auch viel rumgerechnet und der zentrale Rechenschritt war immer das Lösen eines Gleichungssystems. Da hatten wir also das Problem zu lösen, Matrix mal Vektor gleich 0 zum Beispiel, ein homogenes Gleichungssystem. Gegeben ist die Matrix, gesucht ist nach dem Kern dieser Matrix, also der Menge aller x, sodass a mal x gleich 0 ist. Das fand über einem Körper statt. Jetzt machen wir das über Ringen und fragen, wie geht denn das? Das ist jetzt die Frage. Also jetzt die Frage. Gegeben ist eine Matrix A in R n Kreuz m und R ist jetzt ein Ring, also was da vorher ein Körper war, ist jetzt ein Ring, gesucht. Alle x in R m mit a mal x gleich 0. Das ist dann natürlich der Kern wieder, genauso wie da. Das ist der Kern, die Menge aller x in R m, für die gilt ax gleich 0. So, und im ersten Semester konnte ich Ihnen zeigen, wenn das R ein Körper ist, dann haben wir den Gauß-Algorithmus. Und dem ist eigentlich ziemlich wurscht, was der Körper ist. Sie müssen natürlich irgendeinen Körper haben, in dem Sie Plus und Mal durchführen können, irgendwie. Sonst geht es nur in der Theorie. Aber was das jetzt für ein Körper ist, ist dem Gauß-Algorithmus egal. Und jetzt wäre es cool, wenn wir das verallgemeinern könnten, so dass wir sagen könnten: Ja, jetzt ist uns der Ring egal. Für jeden möglichen Ring gibt es jetzt eine bestimmte Verallgemeinerung des Gauß-Algorithmus. Das geht leider nicht. Wir müssen Einschränkungen machen an den Ring. Und machen wir da ruhig eine sehr brutale Einschränkung. Ja, vielleicht noch nicht, aber wir werden uns dann auf den Fall zurückziehen, dass das R einfach Z ist. Das ist eh schon interessant genug. Das, was ich Ihnen zeige, funktioniert dann für andere Hauptidealringe auch. Das ist aber dann nicht mehr so wichtig. Das reicht mir schon, wenn Sie mit Z sehen, was da passiert. Und wenn Sie sich vorstellen, dass das RZ ist, dann wissen wir zumindest, dass der Kern ein Untermodul ist. Das wissen wir auch so. Der Kern ist immer ein Untermodul vom R hoch M. Und wenn das RZ ist, dann ist das hier ein endlich erzeugter Untermodul von einem das ist ein Untermodul von einem endlich erzeugten freien Modul über einem Hauptidealring und dann muss das Kern A eine Basis haben. Also, das ist das, was wir eben so ganz abstrakt gezeigt haben. Fact. Wenn R ein Hauptidealring ist, zum Beispiel R gleich Z, dann muss der Kern von A eine Basis haben. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir sind nicht ganz weit entfernt von dem, was wir in der linearen Algebra 1 kennengelernt haben. Und es macht zumindest Sinn, diese Frage zu stellen, alle x auszurechnen, das sind natürlich wieder unendlich viele meistens. Den Kern auszurechnen heißt dann für uns eine Basis auszurechnen und dann ist gut, dass man zumindest eine Basis hat. Also das Ziel ist, eine Basis zu bestimmen, finde eine solche. Und wie haben wir das zuerst gemacht? Wie haben wir das bei Vektorräumen gemacht?
Naja, das ist ja ein lineares Gleichungssystem. A mal x gleich 0, das heißt, ich löse hier a11x1 plus 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 a1n mxm gleich 0. an1x1 plus 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 anmxm gleich 0. Und das ist ja das, was ich lösen will. Und die Lösungsstrategie war auch sehr eingängig und einfach. Die sagte, ich kann dieses Gleichungssystem in eine geordnete Struktur überführen. Das war die Treppennormalform. Und die Treppennormalform war dann so, dass ich daraus die Basis ablesen konnte für den Kern. Und warum können wir das jetzt nicht mehr machen? Oder vielleicht können wir es doch machen. Können wir das jetzt auch machen? Ja, wir müssen Zeilenoperationen überlegen, die man rückgängig machen kann. Und Zeilenoperationen, die wir bisher hatten, taugen da jetzt schon größtenteils. Zum Beispiel das Vertauschen von zwei Zeilen. Das ist ja wurscht, ob ich über einem Körper oder über einem Ring bin. Das ist gleich. Und wenn ich das Alpha-fache einer Zeile auf eine andere Zeile drauf addiere, dann kann ich das in einem Ring auch wieder rückgängig machen, indem ich nochmal das Minus-Alpha-fache von der ursprünglichen Zeile auf die andere Zeile drauf addiere, bin ich wieder da, wo ich war. Habe ich also nichts geändert. Am Kern. Das weder was weggegangen noch ist was dazugekommen von der Lösungsmenge. Und das Einzige, wo ich ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn ich was multipliziere, wenn ich eine Zeile nehme und multipliziere die beim Körper, haben wir gesagt, mit einem nicht nullen Element. Weil ich kann es ja dann rückgängig machen, indem ich durch dieses Element dann wieder durchdividiere. Und das können wir jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen uns ein bisschen einschränken und sagen, wir multiplizieren jetzt Zeilen nur noch mit Elementen des Rings, die ein multiplikatives Inverses haben. Und im Allgemeinen sind es dann manche und andere nicht. Bei Z wäre das zum Beispiel okay, mit minus 1 zu multiplizieren, aber es wäre nicht okay, mit 2 zu multiplizieren. Oder wenn ich in einem Polynomring bin, dann kann ich nicht mit x multiplizieren, weil das kriege ich nicht mehr weg. Dann müsste ich durch x teilen, das geht aber nicht. Aber ich kann zum Beispiel in einem Polynomring mit einem Körperelement multiplizieren, also was in dem Koeffizientenbereich ist, weil durch das kann ich dann auch wieder dividieren, wenn es nicht gerade das Nullelement war. Okay, und das führt dann jetzt auch auf die Frage, wann eine Matrix invertierbar ist. Das muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Also wenn ich jetzt eine Matrix habe, also ich habe a mal x gleich 0, das Einfachste wäre ja zu überlegen, wenn der Kern nur 0 ist, das wäre, wenn das a ein Inverses hätte, sodass ich das da drauf addieren kann, das da drauf multiplizieren kann. Und da müssen wir jetzt unterscheiden, ob das Inverse auch in dem Ring wieder lebt. Und das ist ein bisschen blöd, weil wir oft mit Ringen zu tun haben, so wie Z, die gleichzeitig in einem Körper enthalten sind, so wie Z in Q enthalten ist. Und wenn ich dann jetzt so eine Matrix habe, 1, 2, 3, 4, und sage, ist die invertierbar oder nicht, dann kommt es darauf an, ist die jetzt invertierbar als Element von Z2 Kreuz Z2 oder ist sie invertierbar als Element von Q2 Kreuz 2? Und in dem Fall, ja, in dem Fall ist es so, die ist hier drin invertierbar, denn obwohl das hier jetzt ein ganzzahlig ist, die Inverse hat keine ganzen zahligen Einträge mehr. Das wissen Sie ja von Beispielen, wenn Sie eine Matrix invertieren, da kommt meistens ein Nenner rein. Es kann aber auch sein, dass in eine andere Matrix, wenn die jetzt gerade nicht, aber wenn Sie eine andere Matrix haben, dass die Inverse von einer ganzzahligen Matrix auch wieder ganzzahlige Einträge hat. Und das würde dann bedeuten, sie ist invertierbar als Element von dem hier. Und das wollen wir ein bisschen anders bezeichnen, damit wir da sprachlich nicht durcheinander kommen. Wir nennen das eine weiterhin invertierbar und das andere nennen wir unimodular. Okay? Das ist jetzt also für den Fall, wo ich einen Körper habe, wie bisher, und ich habe einen Ring. Das nennt man also ein Unterring. Also stellen Sie sich hier vor Q und stellen Sie sich hier vor Z, einen Ring, der in dem Körper enthalten ist. Und
jetzt dann nicht irgendwie nur als Teilmenge, sondern auch so, dass das Plus und das Mal von dem Ring mit dem von dem Körper übereinstimmt, da wo die sich überlappen. Und wenn ich jetzt eine Matrix habe aus dem Ring, dann möchte ich sagen, die ist invertierbar, wenn sie eine Inverse hat, aufgefasst als Matrix über dem Körper. Also wenn es eine Inverse gibt, die durchaus irgendwelche Körperelemente enthalten darf, also vielleicht sogar Nenner. Und unimodular will ich sie nennen, wenn die Inverse auch selbst wieder Ringelemente nur als Einträge hat. Okay? Beispiel. Ja, die Matrix, die wir eben hatten, die hier, 1, 2, 3, 4, die ist invertierbar. Ihre Inverse ist ein halb mal minus 4, 2, 3, minus 1. Das ist jetzt aber in Q2 Kreuz 2, aber nicht in Z2 Kreuz 2. Das heißt, diese Matrix, 1, 2, 3, 4, ist invertierbar. Aber nicht unimodular. Okay. Ja, kann das überhaupt sein? Kommen vielleicht immer Nenner rein? Nein, das stimmt nicht. Oh ja, das schreibe ich nicht ab. Schauen wir uns hier an. Hier ist ein Beispiel. Diese Matrix hier hat ganzzahlige Einträge. Wenn Sie versuchen, die zu invertieren, dann stellen Sie überrascht fest, vielleicht haben Sie beim Rechnen irgendwo mal Nenner gesehen beim Ausrechnen der Inversen, aber die haben sich dann alle wieder weggekürzt und am Ende kommt wieder was Ganzzahliges raus. Das heißt, diese Matrix A, die ist unimodular, die ist invertierbar über Z. Okay, ja, dann kommen jetzt noch Beispiele für, wenn der Ring mal nicht Z ist, sondern der Polynomring, das ist aber auch nicht so schlimm. Also diese Matrix hier. Die Originalmatrix ganz einfach mit 1 und x, die wäre invertierbar über dem Körper der rationalen Funktionen, denn da kann ich einfach durch x teilen, das ist okay. Aber die ist nicht unimodular, denn die Matrix hat jetzt keine Polynomeinträge mehr. Eine Matrix, die unimodular ist, wäre zum Beispiel 1, 1, x in Qx. 2 Kreuz 2, die ist unimodular. Denn ihre Inverse 1x1 hoch minus 1 ist 1 minus x1. 0, 0, 0. Und das ist auch wieder eine Polynommatrix. Also es kann sein, dass Sie zum Invertieren von Matrizen keine Division brauchen. Dann nennt man die Matrix unimodular. Natürlich ist alles, was unimodular ist, erst recht invertierbar, aber umgekehrt nicht. Es gibt Dinge, die sind invertierbar, aber nicht unimodular. So, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Vielleicht zeige ich Ihnen noch den nächsten Satz, der jetzt das charakterisiert. Und dann zeigen wir dann das nächste Mal. Damit steigen wir dann wieder ein. Dieser Satz, der eine Verallgemeinerung ist von einem Satz, den wir im ersten Semester hatten. Da hatten wir gesagt, eine Matrix, quadratische Matrix, ist genau dann invertierbar, wenn die Determinante von 0 verschieden ist. Und das ist jetzt eine Verallgemeinerung davon. Der sagt nämlich, eine Matrix ist genau dann unimodular. Eine quadratische Matrix über einem Ring ist invertierbar über diesem Ring, falls die Determinante ein Ringelement ist, das in dem Ring ein multiplikatives Inverses hat. Also bei Z wäre das nur plus 1 und minus 1. Okay? Das zeige ich Ihnen das nächste Mal. Für heute reicht's. Danke fürs Zuhören und tschüss.